Hallo und Weidmannsheil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hunt, Cook and Grill. Ihr seht schon oder habt am Titel erkannt, es geht um Jagen mit Wärmebildtechnik. Das ist meine neue Videoserie und ich möchte euch zu Beginn dieser Serie einfach mal ein Gerät vorstellen und dann immer wieder in den nächsten Folgen weitere Geräte, die ihr bei der Jagd mit Wärmebildtechnik benutzen könnt. Heute ist es hier ein Handgerät von der Firma Hick Micro, das Lynx LH25. Ich will euch jetzt gar nicht so sehr mit technischen Details langweilen. Das Gerät hat eine Sensorauflösung von 384x288 Pixeln. Das Display, das kann sich auch sehen lassen, das sind 1280x960 Pixel. Und alle anderen technischen Informationen, die relevant sind, die schaut ihr euch mal auf der Homepage an von wärmebild24.com. Dieses Gerät ist mir auch von dieser Firma freundlicherweise zur Verfügung gestellt worden. Und dazu, zu der Firma, werde ich am Ende noch ein bisschen was sagen. Wir packen das jetzt mal aus und schauen mal rein, was hier so in diesem Karton drin ist. Wir haben einmal erstmal einen sehr hochwertigen Karton. Das ist also nicht einfach nur so eine Pappschachtel. Wir haben hier ein Putztuch, dann haben wir eine kurze Bedienungsanleitung. Also ihr bekommt auch eine Bedienungsanleitung bei wärmebild24.com, auch in Deutsch. Ja, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und dann habt ihr hier drin dieses Gerät. Was kann man zu dem Gerät sagen? Es hat einen USB-C-Anschluss, den findet ihr hier unten. Und damit könnt ihr das auch bei längeren Ansitzen über eine Powerbank betreiben. Dann habt ihr hier die Frontlinse LH25, das sind dann 25 mm. Und ihr habt hier oben vier Knöpfe, mit denen ihr ja letztendlich die Funktionen steuern könnt, den Farbmodi, ihr könnt damit Fotos machen oder auch andere Dinge wie Kontrast und so weiter über das Menü einstellen. Es gibt hier viele technische Möglichkeiten, was man hiermit noch machen kann. Wichtig ist, was man hier erwähnen muss, es hat eine manuelle Fokussierung, ja, einmal hier an der Frontlinse. Und das ist aus meiner Sicht ein riesengroßer Vorteil. Das haben manche Geräte in der Preisklasse nicht, weil ich eben, auch wenn ich mal nah an der Kehrung sitze oder irgendwo im Wald sitze, fokussieren kann, um dann Objekte scharf zu stellen. Außerdem habe ich hier hinten nochmal die Möglichkeit, scharf zu stellen, wenn ich eben Brillenträger bin. Das ist also auch hier an diesem Fokussierrad, kann ich das sehr leicht machen. Ja, was kann man noch dazu sagen? Das ist ein sehr handliches, leichtes Gerät, was ihr eben einmal schnell so in die Tasche stecken könnt. Und wenn ihr dann das Ganze geschickt bekommt, bekommt ihr vom Wärmebild24 hier unter anderem noch so einen wunderschönen Anhänger dazu, sodass, wenn ihr eben im Revier unterwegs seid, das Ganze sicher um den Hals hängen könnt. Ja, das ist also schon mal ein riesengroßer Vorteil. So, das Gerät ist kompakt, robust gebaut, fühlt sich sehr wertig an und aus meiner Sicht, so haben wir es auch im jagdlichen Einsatz erfahren, ein Gerät, was ihr wirklich super einsetzen könnt. Ich zeige euch jetzt ein paar Bilder. Ich war nämlich an der Mosel mit dem Ingo auf Schwarzwild unterwegs und da solltet ihr oder bekommt ihr einen kleinen Eindruck, wie das Ganze hier mit funktioniert. Testen konnte ich das Wärmebild-Handgerät bei einem kleinen Jagdausflug an die Mosel. Ihr seht hier Bilder vom ersten Abendansitz und ja, hier seht ihr eine Rotte Wildschweine, die relativ zügig den Hang hinaufzog und ich konnte die eine ganze Zeit beobachten. Das sind ca. 400 bis 500 Meter. Man muss ein bisschen was zu den Bedingungen sagen. Es war sehr regnerisch, also es war viel Feuchtigkeit in der Luft und deswegen wirken die Bilder leicht milchig. Ihr werdet gleich sehen, dass das Ganze noch besser wird, wenn eben weniger Feuchtigkeit in der Luft ist. Hier seht ihr die verschiedenen Farbmodi, die die Wärmebildkamera leisten kann. Aus meiner Sicht ist eigentlich der rotglühende und der weißglühende Modus am besten, weil er eben ja am augenschonendsten ist. Ich habe euch jetzt einfach mal das Kamerabild im Bild-in-Bild-Modus eingeblendet. Das kommt jetzt und der Grund, warum ich das mache, ist, um euch einfach zu zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn die Auflösung ein bisschen reduziert ist, beziehungsweise das Ganze, was ich jetzt in 4K hochgerechnet habe, dann nochmal etwas verkleinert wird. Ich finde die Bildqualität wirklich gut. Wenn man durch den Sucher schaut, dann sieht man natürlich noch ein deutlich klareres Bild und das hat einfach was damit zu tun, dass eben die Kamera nicht in 4K die Videos ausgibt, sondern in einer deutlich geringeren Auflösung. Musik
wenn es sehr kühl ist und die Luft klar ist, dann ist die Auflösung bzw. die Videoqualität oder Bildqualität natürlich noch deutlich besser. Das könnt ihr jetzt in den folgenden Aufnahmen sehen. Ich blende euch immer das Bild im Bild ein, dass ihr eine Vorstellung, wie hoch die Detailschärfe der Kamera ist und dann jetzt auch verschiedene Entfernungen jeweils mit den Entfernungsangaben, sodass man ja hier eine gute Vorstellung, glaube ich, bekommt, was die Kamera leisten kann. Ja, ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Eindruck bekommen. Und die Frage, die sich die meisten immer stellen, wie lange hält das Ding eigentlich, wenn man das vollgeladen hat? Also die Akkuanzeige ist sehr zuverlässig. Wir hatten Temperaturen -3, -4 Grad. Und auch wenn das Ding jetzt länger auf der Kanzelbrüstung, am Kanzelfenster liegt, war ja im Prinzip kein Problem zu erkennen. Also das Ding hat zuverlässig durchgearbeitet. Wenn ihr da Bedenken habt, steckt es euch in die Tasche. Dann habt ihr nicht das Problem, dass vielleicht irgendwann die kalten Temperaturen den Akku platt machen. Also Akkulaufzeit haben wir jetzt nicht bis Ultimo getestet, aber das Gerät hält einen Ansitz 5, 6, 7 Stunden locker durch. Man muss vielleicht dazu sagen, ich habe eben die Möglichkeit, über die An- und Aus-Taste das Gerät in so einen Standby-Modus zu versetzen. Und ich habe eben die Möglichkeit, das Gerät auch komplett auszuschalten. Ich habe dann immer sehr lange beobachtet, vor allem weil es halt auch neu war und hatte es die ganze Zeit auch immer im Standby-Modus da liegen oder in der Tasche. Und ich muss wirklich sagen, man kommt damit einfach über einen normalen Ansitz drüber hinweg. Hier im Lieferumfang ist noch ein USB-Kabel, das muss man vielleicht auch noch erwähnen, und so eine Neopren-Tasche mit dabei. Ja, und damit kann ich das Ganze an eine Powerbank anschließen und damit komme ich eigentlich, ja, wenn ich Daueransitz mache, eine Woche lang oder wenn ich vielleicht auch mal irgendwie in einem Jagdurlaub bin, wo ich eben nicht so die Möglichkeit habe, abends immer das Gerät zu laden, komme ich damit wirklich ewig. Also ich habe es mit der Powerbank tatsächlich auch geladen. Ich habe es nach dem Ansitz hier angestöpselt, habe das einfach in meiner Tasche gelassen, in meinem Jagdrucksack. Und das Ganze hat zuverlässig geladen und war danach immer voll. Auch hierüber bekomme ich die Fotos daraus. Zum Einsatz des Gerätes kann man vielleicht sagen, es lässt sich für alle jagdlichen Zwecke nutzen. Man hat einfach den großen Vorteil, man sieht, wenn man auf die Fläche geht oder zum Ansitz geht, schon, ob Wild sich gerade in der Dämmerung irgendwie schon auf der Fläche befindet und kann dann seine jagdliche Taktik entsprechend anpassen. Ich nutze es hier einmal natürlich auch zum Detektieren vom Wild im Revier, aber auch ein ganz wichtiger Punkt, was hier auch super mit funktioniert, ist Populationsschätzung. Also ich kann meinen Wildbestand erfassen, ich kann Hasen damit zählen, zusätzlich zur Scheinwerfertaxation und kann natürlich auch gucken, wie viel Wild läuft eigentlich bei mir im Revier rum. Und mit den Reichweiten, was ihr gerade auch im Film gesehen habt, ist das überhaupt kein Problem, auf, ich sag mal, 600, 700 Meter Rehwild von Wildschwein zu unterscheiden, ja, oder Hasen von Rehen, das ist also überhaupt gar kein Problem. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ein super gut universal einsetzbares Gerät. Kommen wir mal zur Firma Wärmebild 24, ja, und da gibt es jetzt für euch nochmal wichtige Information. Also, zunächst einmal muss man sagen, die Firma Wärmebild 24, die ist noch gar nicht so alt, die gibt es seit ein paar Jahren und das sind ein paar Jungs,
die, ja, ich sag mal, aus der schönen Lutherstadt Wittenberg kommen und die wirklich super cool drauf sind. Ja, also tolle Kommunikation. Ich habe das Ding auch ganz normal als Kunde bestellt und das war innerhalb von 2 Tagen da. Wenn irgendwas ist, habt ihr da auch immer jemanden, den ihr telefonisch erreichen könnt. Und dann kommen wir vielleicht mal zu einem Highlight. Das ist hier dieses Full-Service-Zertifikat, was auch bei euch dann mit im Karton liegen wird, im Wert von ungefähr 400 Euro. Müsst ihr mal auf die Homepage schauen. Und das beinhaltet verschiedene Dienstleistungen. Das ist zum einen, dass ihr eben immer einen Telefonsupport bekommt, dass ihr zum Beispiel, wenn das Ding mal defekt sein sollte und zur Reparatur muss, ein Ersatzgerät gestellt bekommt. Die Firma bietet ja so Lagerfeuerabende an, wo man dann auch mal Geräte ausprobieren kann. Ihr könnt dort vor Ort die Geräte auch ausprobieren und testen. Also das sind Jäger und das ist von Jägern für Jäger gemacht. Und das hat man einfach bei der ganzen Kommunikation auch gemerkt. Ein wichtiger Punkt ist eben nicht nur die fachgerechte Beratung, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, so ein Gerät zu finanzieren und habt wirklich einen super Service. Also schaut da mal auf die Homepage. Und ein wichtiger Punkt noch, wenn ihr den Rabattcode HandcookGrill50 verwendet, dann spart ihr noch einmal 50 Euro beim Kauf von diesem Gerät oder auch anderen Geräten, die ihr dort auf der Homepage bekommt. Also die Firma Wärmebild24 führt nicht nur Hikmikro-Geräte, sondern ihr bekommt auch andere markenhafte oder namenhafte Hersteller. Da bekommt ihr die Geräte von. Und schaut einfach mal auf die Homepage. Ich verlinke euch das hier unten. Und nutzt gerne diesen Rabattcode. Da würdet ihr mir auch ein bisschen was Gutes tun. Ansonsten hoffe ich, dass dieses Video informativ war. Dass ihr ein bisschen was aus einer jagdlichen Praxis mitnehmen konntet. Wie ihr das Gerät einsetzen könnt. Und dass euch vielleicht bei der einen oder anderen Kaufentscheidung hilft. In diesem Sinne, Weidmannsheil, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.